damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Ja, ich wollte mich gleich am Anfang mal entschuldigen für die letzte Aufnahme, in der ich doch ein bisschen gerauscht habe. Ich habe hier momentan nach Tirith, achso. Ich habe hier momentan noch das Problem, dass ich das Mikro noch am rumbesortieren bin und jetzt mit dem neuen Kanal muss ich das Mikro sowieso immer wieder umschieben und so, und da ist mir das jetzt leider passiert. Es tut mir sehr leid, ich werde beim nächsten Mal mehr darauf aufpassen. Ich mache ja mal vorher Tests, da werde ich besser darauf aufpassen beim nächsten Mal. Sind zum Glück nur 3 Folgen gewesen, jetzt geht's wieder. Ich habe geschaut, es sieht besser aus, wenn ich das Mikro nicht direkt vom Mund habe. Da brauche ich ein besseres Mikro, weil ich es direkt vom Mund setzen will. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. So, das Problem, da bin ich doch nicht so. Wir haben übrigens mitbekommen, wenn man in dem Spiel voranschreitet, also neue Gegenden erreicht, dann tun sich automatisch alle, da gehe ich noch nicht rein, so das Titelbild und so, wenn du dich einloggst oder so, verändert sich dann automatisch mit. Das finde ich ziemlich geil gemacht. Hier ist irgendwas. Wow. Sollte vielleicht aufpassen, was ich mache. Ich muss nochmal ganz kurz meine ganzen Spells hier durchgehen. Ah, stimmt, den habe ich jetzt neu gekriegt, den Tornado. Stimmt. Ich brauche mehr Mana. Oh mein Gott. Nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Wie viele auch wieder? Gut, machen wir so. Blätterbäuse gibt es eine Menge, so ist es nicht. Oh, mal schauen, was wir bekommen. Oh, eine Menge Gold. Kriegt man aus dem Truhen zum Krieg eine ganze Menge. Freut mich. Aber gucken, was die Quests momentan sind. Der im Vorhaben des Krieges, die Wächterin Manas, weitere Teile des Roboters suchen, Mutzafar befreien und in der Mine was machen. Und ganz schön viele Quests machen. Ja, mal erwischt. Gesundheit. Ich brauche mehr Mana. Euer Begleiter flieht. Sehr schön. Ja, genau. Man sieht, wie der flieht. Der ist einfach... Ich hab dann jemanden so fliegen sehen. Euer Begleiter ist geflohen. Euer Begleiter ist schwer verletzt. Euer Begleiter ist geflohen. Sehr schön. Wow, was ist das denn? Euer Begleiter ist schwer verletzt. Genug Mana. Oh, zumindest viel. Der Feuerball macht echt viel Damage, aber man muss die Zeit haben. Ah, geil, kann man wieder ein bisschen fahren. Ich brauche mehr Mana. Man muss die Zeit haben, den Ziel zu kommen. Einmal wird es jetzt noch spawnen, das gefällt mir sehr gut eigentlich. Kriege ich gleich nochmal ein bisschen Level dazu und da sind wir. Jetzt werden die die Dümmutter wahrscheinlich tot machen. Kann ich leider nicht verhindern. Doch, ich kann den Tiger, glaube ich, auch passiv setzen, aber... Ja. Oh, noch einer. Dann mach ich den mal auf passiv, dann macht er nichts mehr. Sehr schön. Oh, die können ruhig auf die Dünne da losgehen. Oh, noch mal einen. Ja. Ja, komm hier, super. Schön. Die geben aber wirklich nicht viel, ne? Jetzt greifst du doch wieder an. Passiv? Ach, defensiv war das? Okay, verstehe. Euer Begleiter ist fortgegangen. Oh. Hat er was im Winter jetzt gehabt? Das war jetzt gar nicht geplant. Ich hoffe nicht. Sonst verkauft er das nämlich jetzt. Und ich kann noch nicht zurückrufen, das geht nämlich nicht. Wow. Hallo? Ja, ist mir aufgefallen. Jetzt mal.
Super. Was ist das? Oh! Glutsteinmobil betreten. Interessant. Was? Bitte, ihr müsst euch Dorian und Wurm begeben und den Fokus zurückholen. Glutsteinmobilpilot. Jetzt habe ich den riesen Text nicht gelesen, scheiße. Ruhe. Oh. Das tut wirklich weh. Ich habe noch einen Heiltrank. Okay. Den da oben lege ich, mit dem da oben lege ich mich nicht alleine an. Oh, zu spät. Wieso sind unsere Leute am Glutsteinmobil? Das raff ich jetzt nicht ganz. Das gehört doch dem Bösen. Ich heiße euch willkommen. Euer Begleiter kehrt zurück. Ah, super, der hat also doch was dabei. Okay, also. Ich habe den Fahner. Stirb, du komisches Schädelvieh! So. Wenig Mana. Oh, das wollte ich nicht. Ich brauche mehr Mana. Lalalalalalala. Oh, das ist noch so ein Ding. Okay. Oh, ich glaube, das sollte ich gar nicht sein, oder? Sehr schön, Heiltrank. Ich mach's bei den kleinen Dingern kaputt, bevor ich auf die... What the fuck? Was war das denn? What? Ich wollte eigentlich gar nicht nochmal reinlaufen. Alter, was war das denn jetzt bitte? Ich würde gern... Moment... Ich hätte gerne mal... eine neue Waffe wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ich grüße euch. Die verkauft nur Tränke. Großer Trank, riesiger Trank. 2700 Gesundheit. Wie viel haben wir denn? Das brauchen wir eh nicht. Selbst die 1800 sind fast schon noch zu groß. Wir haben sehr wenig Gesundheit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Jetzt sollte man mehr haben. Waffen. Wir brauchen momentan am liebsten eine gute Pistole. Unsere Pistolen sind jetzt... Was haben wir hier denn? Leere Socke, 7 Gesundheit bei Treffer gestohlen. Hohes Angriffstempo. Ich würde dafür die Schwarzpulverpistole der Brutalität wegwerfen. Die hätte dieselben Werte, hat aber das Eisenglutsteinkorn. Rüstung pro Treffer wie verringert ist natürlich gut. Und 10% ist... Hahaha, gut. Was haben wir hier? Das ist jetzt nichts, die ist nichts Besonderes. Das ist doof. Also der hat jetzt nicht wirklich bessere Waffen. Was hat er denn so einen Helm? Gefundene Goldmenge um 3 erhöht haben wir momentan drin. Wir können uns auch einiges wieder leisten, also so ist es nicht. Elektropanzer haben wir 17, ganz schön schwacher Elektropanzer haben wir. Vielleicht sollten wir uns da mal was zulegen, aber... Erfordert Stufe 17. 17 auf Rüstung gegen Körperschaden, 3 Bonus auf Attribut Geschicklichkeit. Vielleicht sollte ich mir... Wisst ihr, was denn hol ich mir mal?
Den ziehen wir mal an. Die Gold, den Goldmengenhelm können wir ja behalten. So ist es ja nicht. Verkaufen würde ich gerne mal das und das und das und das und das. Das sind nämlich E-Waffen, die wir nicht nutzen. Das da ist ja Körperpanzerung. Was hat unsere? Unsere ist ja ein One-Shot, gell? Ach so. Moment. Dann mach ich mal ganz kurz B und I. Was sind die Dinger? Körperschaden. Und was ist das jetzt? Das ist eine Level... Was ist denn das? Stufe 2 Marke. Stufe 14 Marke. 6% schneller Angriff. Dann tue ich die mal weg. Hier kommen wir, bisschen Schwachsinn. Und dann gibt man dem die Bestienmarke mit mega viel Panzer. Das heißt, die überlebt auch jetzt viel länger, unsere Katze. Unsere Schmusetatze. Mana-Vorrat des Begleiters. Nein, guck mal bitte die Resistenz unseres Viehs an. Und unsere Resistenzen. Rüstung des Begleiters. Körperpanzer. Wir sollten vielleicht unsere Eispanzer wegtun und dafür ein bisschen mehr auf Rüstung gehen. Das könnte uns vielleicht helfen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ist man jetzt diese riesen Eispanzermengen? Die müssen ja irgendwo herkommen. Hier sind die, gell? Genau, 15, 24 Eispanzer hat das Ding hier. Aber das hat auch 92 Gesundheit, ne? Das muss man mal mit dazu sagen. Also das ist krass. Aber das ist der Schwachsinn, der Ring. Was haben wir denn hier für einen Ring? Feuerpanzerring hätten wir hier noch. Ja, den packe ich mal raus. Ich könnte den Feuerpanzerring reinpacken. Das würde jetzt ein bisschen ausgeglichener hier aussehen. Ich könnte aber mal gucken, ob der jetzt... Der müsste doch eigentlich auch Feuerpanzerring... Ringe hat er keinen, oder wie? Achso, okay. Ja, den verkaufen wir auf jeden Fall. Das ist Schwachsinn. Erhöht jeden Giftschirm 2. Ja, 3 Mana, war toll. Verkaufen wir den mal. Dann gucke ich mal ganz kurz noch bei den Schuhen. Gesundheit, Rüstung gegen Körperschaden. Gesundheit 4 Mana ist natürlich auch geil. Was ist der? Hier war die Gesundheit noch der Vorteil. Aber dann würde ich mir lieber den hier, die hier glaube ich, holen. Mit 4 Mana mehr. Wir haben jetzt nicht so viel Mana. Unser Feuerball verbraucht 20, also können wir uns 4 Feuerbälle leisten und... Hier auch nur 4 Salven. Wir brauchen schon mehr Mana, so ist es jetzt nicht, also... Nehme ich mit... jetzt mal, dann verkaufen wir jetzt mal den Giftglutkorn, weil das, ganz ehrlich, brauche ich eh nicht. Ah, ja, habe ich auch noch, gell? Egal. Dann machen wir da jetzt Rüstung, Alter. What the fuck? Das brauche ich auch nicht, sehe ich gerade. Was haben wir hier? Eispanzer, mega viel. Eisenblutstein, 71 Gesundheit. Dann brauche ich den nicht. 123 Gesundheit und 15% Schaden von Begleitern und Dienern. Regentenberge hängen. Seltene Brustrüstung. Was hat unsere Glückswürfel? Glück bei Magie finden und 2% erhöht. Flammenglutstein. Erhöhtes Zaubertempo erhöht jeden Feuerschaden 5%. Das ist gut für unser Ding. Boah, also... Erfordert 27. 12. Wow. Also Regentenwehrgehänge sind das beides. Die behalte ich auf jeden Fall. Die sind mega krass. Dann schmeiße ich das Ding mal weg, weil das brauchen wir dann nicht. Das kommt weg. Erhöht die alle Schaden. Naja, nee. 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 Nein. Nein. Den haben wir uns ja gekauft. Ne, den wollte man noch aufbehalten. Genau, den wollte man aufbehalten. Gesundheit. Dann würde ich natürlich trotzdem den da vorziehen, weil der gibt mega... Obwohl... Schaden von Begleitern und Gesundheit von Begleitern und Dienern.
Gesundheit ist natürlich auch gut, ne? Aber der Schaden ist natürlich... Aber hier ist das Mana. Hier ist so viel Mana, Alter. What the fuck? Weil ich den hier komme. Den kann ich sogar noch einmal sockeln. Also da haue ich da auf jeden Fall dann... Schadensbonus für Fernwaffen. Rüstung pro Teilform 15 verringert. Gesundheit gestohlen. Übermittelt 100... 104 Gesundheit. What the fuck? Giftglut, Eisglut, Flammenglut, Giftglut. Dass es sich so... Oh, diese Dinger hier sind ja mega krass.